Hi Leute, in dem Video heute geht es darum, wie du ein erfolgreiches Leben managst. So, heute möchte ich dir zeigen, wie du ein erfolgreiches Leben managen kannst. Wie du ein erfolgreiches Leben führst. Und die Betonung liegt dabei auf Leben. Vielleicht ist dir schon mal aufgefallen, dass du im Äußeren am Materiellen alles Mögliche in eine gewisse Form bringen kannst. Vielleicht ist dir schon mal aufgefallen, dass du aus so leicht feuchtem Sand am Strand, gibt es solche Künstler, und vielleicht hast du schon mal selber gemacht, Sandburg gebaut einmal, aber du kannst dir auch einen Menschen daraus formen. Und genauso kannst du dir einen Menschen aus den gleichen Materialien zusammensetzen. Du kannst auf den Friedhof gehen, irgendwelche alten Knochen sammeln und dir einen Menschen zusammenbasteln. So. Und dann liegt jetzt da diese Materie. Aber die macht nichts. Die ist wertlos. Da ist kein Leben dahinter. Wollte ich nur mal am Anfang einschieben von diesem Video, dass dir das klar ist, was das bedeutet, Leben. Du kannst erfolgreich sein mit äußeren Dingen, wie zum Beispiel deiner Karriere, deinem Job, Geld, Auto, Frau, Kinder. Alles, was so schön angesehen ist im Äußeren, was ganz nett ist, was nicht verkehrt ist. Alles ganz nett. Aber was das Wichtige ist, ist das Leben dahinter. Das eigentliche Leben, was dich ausmacht. So, wenn jemand tot ist, dann ist nur noch der Körper da. Da ist anscheinend mehr, da ist Leben dahinter. So. Und wie dieses Leben erfolgreich und glücklich wird, darauf möchte ich heute mal eingehen. Genauso wie du äußere Dinge managen kannst, zu deinem Wohlbefinden, wie du deine Karriere managen kannst, wie du ein Studium managen kannst und so weiter, Geld, Auto, Frau, Kinder, wie du all diese Dinge im Äußeren managen kannst, kannst du auch dein Inneres managen. Und dein Leben in einen glücklichen Zustand bringen. Weil was bringen dir all diese Dinge im Äußeren? Was bringt es dir, wenn du in einem super komfortablen Haus drin wohnst und da drin erstickst und an Asthma leidest? Wo ist da der Sinn dahinter? Und es ist nicht verkehrt, in einem schönen Haus zu sitzen. Aber es ist vielleicht ein bisschen verkehrt, in einem schönen Haus an Asthma zu ersticken. Und das ist dein inneres Klima. Und das kannst du auch managen. Das kannst du genauso bestimmen wie das äußere Klima. Genauso wie du die äußere Temperatur regeln kannst, kannst du deinen Gemütszustand regeln und steuern. Es ist deine Entscheidung. Du hast dir meist im Früheren vermutlich die meisten Emotionen und das meiste Glück unbewusst erschaffen oder mit äußeren Dingen. Aber dann ist es nur von kurzer Dauer. Du kaufst dir irgendwie ein tolles Auto, dann bist du mal 2 Tage gut drauf und dann bist du wieder auf dem gleichen Glückslevel. Es gibt Studien dazu mit Lottogewinnern und mit Schwerstbehinderten, die nach einem Unfall zum Beispiel, die Schwerstbehinderten, todunglücklich sind. Ein paar Wochen später oder 1-2 Monate, ich kenne den genauen Zeitrahmen von der Studie nicht, war das Glückslevel wieder auf dem gleichen Stand wie vorher. Bei Lottogewinnern genauso. Die waren in kurzem Moment, kurzes Peak, durch äußere Mittel ausgelöst. Aber genauso kannst du dich einfach so in einen dauerhaft glücklicheren Zustand bringen. Und dazu gibt es Methoden, Techniken, die du ganz einfach lernen kannst. Wie du deine Gedanken steuern kannst, wie du dein Bewusstsein weiterentwickeln kannst und wie du mit ganz einfachen, zum Beispiel Atemtechniken, deiner Ernährung
wie dann ein Wohlgefühl in deinen Körper, in deine Emotionen und Gedanken bringen kannst und wie du dich steuern kannst. Aber das erfordert, dass du das machst, dass du Arbeit da reinsteckst. Meist haben wir jetzt 10 Jahre, 20 Jahre in eine Ausbildung, in Schule, in Studium investiert, in äußere Dinge, um die zu managen, um das äußere Klima in unserem Haus zu managen. Aber wir haben keine Zeit, meistens, in unsere innere Entwicklung gesteckt, in den glücklichen Zustand zu kommen. Und du kannst dir das zum Beispiel bei Kindern anschauen. Die wissen das meist noch besser. Bei Kindern muss was passieren, damit sie unglücklich sind. Normalerweise sind Kinder nur so am Leben, nur am Sprudeln und sind in einem glücklichen Zustand. Da muss irgendein äußerer Reiz passieren, dass die überhaupt mal in einen unglücklichen Zustand kommen. Im Erwachsenenalter dreht sich das bei den meisten um und da müssen irgendwelche äußeren Dinge passieren, dass man überhaupt mal in einen glücklichen Zustand kommt. Ansonsten ist man dauerhaft in einem recht unzufriedenen Zustand meistens. Und das gilt es wieder zu lernen, langsam. Aber dazu braucht es eben die Anwendung, dass du dich auch mit dir selbst beschäftigst, mit deinem inneren Zustand, mit deinem inneren Klima. Wenn du dich nicht damit beschäftigst, und damit meine ich nicht in der Theorie, sondern in der Praxis, weil du kannst 1000 Bücher darüber lesen, wie man ein Musikinstrument spielt, du kannst deswegen kein Musikinstrument lernen. Die Theorie ist wichtig, aber sie ist wertlos, wenn du sie nicht in die Praxis umsetzt. So. Das heißt, steck erstmal 10, 20 Jahre in dein inneres Klima. Und dann manage dein Äußeres. Oder nebenbei, egal. Wichtig ist, dass du auch an deinem inneren Klima arbeitest und das managst. Und dazu gibt es 1000 Methoden. Im Happy Life Kurs habe ich da einige zusammengefasst. Auf YouTube findest du unzählige Videos. Im Internet allgemein unzählige Informationen. Es gibt tausende von Büchern. Aber all diese Bücher sind wertlos. Und es bringt dir nichts, wenn du irgend so ein Buch oder irgend so einen Kurs kaufst, wenn du es nicht umsetzt. Es geht darum, dass du es umsetzt und langsam selber lernst, wie das funktioniert. Langsam selber lernst, wie du Klavier spielen kannst, wie du eine Violine spielen kannst. Es bringt nichts, wenn du die Bücher darüber liest. So. Wenn dich die Technik interessiert, dann schau dir noch andere Videos von mir an oder such im Internet, egal wo. Es gibt tausende von Möglichkeiten. Das Wichtige ist nur, dass du es machst, anwendest und damit arbeitest. Dass das Ganze keine Illusion oder kein Hirngespinst, kein Gedanke bleibt, sondern in die Realität umgesetzt wird. Ja, das war's für heute. Ich hoffe, das hat dir ein bisschen weitergeholfen. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao.